Vor dem Hintergrund, dass die WKStA jetzt aber offensichtlich Ermittlungen gegen den Landeshauptmann einleitet und nicht nur Vorermittlungen, beeinflusst das Ihre Entscheidung gar nicht? Naja, es ist eigentlich bei der Staatsanwaltschaft, wenn man so will, ein Drei-Stufen-Modell. Das eine ist eine sehr vage Verdachtslage, da ist jemand Verdächtiger und das ist ein sehr, sehr offener Bereich. Und der nächste Punkt, und das ist auch verschwommen und kann man nicht immer ganz so klar trennen, ist die Stufe des Beschuldigten. Das heißt, wenn es darum geht, vage Verdachtslagen genau jetzt zu prüfen. Und prüfen heißt anschauen, ist da was dran oder ist da nichts dran. Und erst der dritte Punkt wäre dann die Anklage. Und Anklage heißt, es gibt dann das Verfahren bei Gericht. Und soweit ist es eben nicht. Und mein Ansatz ist der, die Zuständigkeit des Gerichts nicht zu überholen, nicht irgendwie da vorauszupreschen und keine Vorverurteilung zu machen. Vorurteile soll man im Land nicht haben. Vorverurteilungen gingen plötzlich. Für mich gehen sie nicht.